Servus zusammen. Heute geht es wieder weiter mit Mortal Gods. Und zwar, wir sehen uns die Starterbox zu Sparta. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen die Corebox vorgestellt. Die werde ich hier jetzt oben verlinken, falls die jemand noch nicht kennt. Kann er sich das Video dann gerne in weiterer Folge ansehen. Und ich habe ja damals schon gesagt, dass ich mit einer der beiden Boxen dann weitermachen möchte, also die Armeebox von Sparta bzw. von Athen. Und ich habe mich jetzt einfach mal für Sparta entschieden und die Box hier werden wir uns jetzt einmal dann ansehen. Mal vorab ein paar Informationen. Was haben wir in der Box? Also Box habt ihr eh schon gesehen. Von hinten sieht sie so aus. Das haben wir auch schön alle Figuren, die man eben braucht oder die in der Box drinnen sind. Ist auch alles schön aufgelistet. Was bekommen wir hier? Es sind in der Box enthalten drei Metallfiguren und zwar Mionas, der Harvester auf Sparta, also ein namhaftes Charaktermodell. Dann ein Hoplite, ein Medium Hoplite. Und dann eben noch von Victrix wieder, wie auch bereits in der Corebox, 16 Figuren in diesem Fall. Und zwar eben 8 mal die Heavy Hoplites und dann 8 mal die Medium Hoplites. Dazu dann noch 19 Schilde, also 19 Lambda-Schilde für Sparta. Ein Regelbuch mit Hintergrund und den Regeln, die man für Sparta eben benötigt oder dann bekommt, hier in diesem Set. 24 Karten sind es dabei für die Einheiten, die man spielen kann. 5 Giftkarten, also Ausrüstungskarten, die es dann für speziell nur für Sparta gibt und für Sparta gelten. Und noch 3 zusätzliche Omen-Karten, die hier dann auch dazukommen. Und ebenfalls, was wir dann in der Corebox hatten, waren ja diese Damage Dice, diese roten. Davon sind hier auch nochmal 7 Stück mit dabei. Und jetzt hätte ich gesagt, wir wechseln mal die Ansicht und dann schauen wir uns den Inhalt der Box an. Und hier haben wir nun die Box. Die Box für Sparta ist in Rot gehalten. Auch hier steht wieder Warbanner drauf, weil es noch die alte Packung ist. Die Firma ist aber nach wie vor Futsal Miniatures, von denen das Spiel kommt. Dann auf der Rückseite zu sehen nochmal der Inhalt. Ein Bild, was bekommen wir hier alles an Figuren, eben das Charaktermodell Mionas aus Metall. Dann sind hier noch 2 weitere Metallmodelle dabei, die alternativ entweder wie hier gezeigt in den Einheiten verwendet werden können, als ganz normaler schwerer bzw. leichter Hoplite oder eben auch außerhalb der Einheit als Charaktermodelle verwendet werden können. Es sind da, glaube ich, auch 2 von den großen Heldenbases dabei. Dann die Bases haben wir eben und theoretisch genug Hopliten, um uns 3 Einheiten Medium und 3 Einheiten Heavy Hoplites zu bauen. Bietet aber natürlich die Möglichkeit, zusammen mit der Corebox dann diese Metallfiguren wahlweise als Charaktermodelle zu verwenden und die freien Positionen dann mit den Medium bzw. Heavy Hoplites aus der Corebox aufzufüllen. Die Modelle sind eigentlich grundsätzlich zu großen Teilen dieselben, daher auch kein Problem, das zu mischen. Aber ich würde sagen, wir schauen einfach mal in die Box rein. Ich habe diese schon mal offen gehabt, weil ich mir die Karten schon angeschaut habe. So, ich werde das einfach mal alles rauskippen. Dann gebe ich das hier zur Seite. Okay, was haben wir hier jetzt? Fangen wir hier mal an, gleich oben. Unsere Bases, schon bekannt. Dreimal oder beziehungsweise 6-mal die Einheiten-Bases für unsere 3-mal schweren und 3-mal leichten Hopliten. 2 Bases, wie vorher schon gesagt, für die Charaktermodelle. So haben wir auch ein bisschen die Wahl, wie wir unsere Einheiten zusammenbauen. Falls ich noch nicht dazu gesagt haben sollte, der Inhalt dieser Box reicht aus, um komplette 400 Punkte sogar aufzustellen. Also wäre rein theoretisch an Figuren nichts mehr notwendig, außer dem hier. Dann hier das Regelheft, das ist nur ein sehr dünnes Heft mit dem gleichen Cover wie auch die Box selbst. Enthält eigentlich zum Großteil nur
ein bisschen Hintergrundinformation zu Sparta und zur Zeit damals. Ich habe es mir selbst noch nicht durchgelesen, aber was ich so grundsätzlich gesehen habe bisher. Dann hinten noch eine Doppelseite zu Mionas, dem Charaktermodell. Hier, das dabei ist in der Box. Und dann etwas weiter hinten gibt es dann hier eine Doppelseite zu den Sonderregeln von Sparta, wie wir dann Sparta eben spielen können. Dann haben wir hier noch die 7 Wundenmarker dabei, die wir auch schon aus der Corebox können. Hier sind nochmal 7 Stück dabei. Dann eben die Spielkarten, die, wie gesagt, habe ich schon mal offen gehabt und mir angeschaut. Dann haben wir hier eine Packung mit 10 Teilen. Dort sind 19 Sparta Bases dabei, die wir hier bekommen. Um dann eben unsere Armee dementsprechend aufzubauen und dann eben die 3 Charaktermodelle, wie hier zum Beispiel Mionas. Da ist dann noch die Bewaffnung anzubringen, die ist dann extra noch dabei, ist auch hier drinnen. Und dann sind eben noch hier die beiden anderen Charaktermodelle dabei, mit denen man dann entweder die Einheit auffüllen kann jeweils oder diese auch als Helden verwenden könnte. Auch die sind hier noch dabei. Ich werde auch den dritten jetzt nochmal schnell euch zeigen. Hier ist dann so ein Speer für, und das ist dann der ungerüstete bzw. der leicht gerüstete, ich glaube, oder? Nein, genau, der hat keine Rüstung und hier haben wir die Rüstung. Also sehr schöne Modelle eigentlich von der Qualität her. Kann man eigentlich nichts sagen, was die Qualität betrifft. Sieht sehr gut aus. Und dann zum Abschluss haben wir hier noch die Gussrahmen, eben 2 Stück. Ach, ein Gussrahmen mit 8 schweren Hopliten hier. Genau. Und hier haben wir dann auch spezielle Teile dabei, wie dieser Umhang, soweit ich das gesehen habe. Oder auch die Köpfe sind ein bisschen andere als die, die in der Corebox enthalten waren. Das wird vermutlich dann auch so bei den Athenern der Fall sein. Und hier der zweite Gussrahmen enthält dann die 8 Medium Hoplites, die wir hier dann haben. Und auch hier sind dann Blankoschilde dabei. Damit könnte man die auch theoretisch für andere Armeen nehmen, falls die übrig bleiben. Hier dann auch wieder Köpfe, die möglicherweise auch wieder extra sind, also anders als die von der Corebox. Und das war es dann schon. Sehr schöne Figuren, sehr gute Qualität, eben die 8 oder die insgesamt 16 Kunststofffiguren und 3 Metallfiguren plus die Bases. Und wie wir hier auch sehen, wir haben hier nur Hopliten dabei, können diese aber mit der Corebox dann kombinieren und kommen so dann auf über 400 Punkte mit auch einer ganzen Reihe von Auswahlmöglichkeiten. Und was wir dann noch haben, sind hier die Spielkarten, habe ich vorher eh schon kurz gezeigt. Die sind jetzt eben speziell für Sparta. Hier haben wir den Spartan Lokagos, also einen Helden. Hier wieder wie üblich die Angaben. Die Karten sind genau gleich aufgebaut. Leader heißt, er kann seine Aktionen verwenden, um Befehle an nahe Einheiten zu geben. Und die Inspire-Regel ist, glaube ich, sogar die gleiche als die in den Coreboxen, dass man eben plus 1 Attacke bekommt auf die Einheit, also die Heavy or Medium Companions within 6 Inches gain plus 1 Attack Die bei diesen Modellen. Und ansonsten, die Einheiten sind ein bisschen anders behandelt, aber es sind grundsätzlich mal Hopliten, die man hier hat. Das ist auch der Schwerpunkt der Armee. Und die, auch hier Form-Up, eben aufgrund des Bases, das sie verwenden. Das heißt, sie können wieder eine Phalanx bilden und sie haben, das ist jetzt der neue Trained from birth, these warriors do not flee when they fail a courage check, but take 1 damage instead. Das heißt, diese Armee, die Sparta-Armee, wird eigentlich so gut wie nie mit ihren Sparta-Einheiten weglaufen oder überhaupt nie weglaufen.
Das Einzige, was hier laufen wird bei dieser Armee, sind, wenn man Söldnereinheiten mitnimmt oder wenn man, wie hier weiter hinten, gibt es dann die Helots. Das sind ganz günstige Einheiten mit nur 14 Punkten für drei Modelle. Die sind untrained, das heißt, die schaffen den Courage Check nie, wenn sie einen Schaden bekommen, sondern fliehen immer automatisch. Sobald sie Schaden haben, sind hier auch komplett ungerüstet, wie man sieht, keine Rüstung, und haben auch nur Nahkampfwaffen für 14 Punkte, also schon extrem günstig. Ist auch etwas, mit der man eine Einheit, mit der man dann Masse aufstellen kann, weil Sparta ist an und für sich dann schon sehr elitelastig. Das zeigt sich auch hier, denn man hat neben den Spartan Hoplites mit der schweren Rüstung, die eigentlich schon die schweren Hopliten sind für 43 Punkte, bei ihnen auch noch diese Einheit. Und das sind dann für 58 Punkte an und für sich die gleichen Modelle, die gleiche Einheit, nur die Elite-Variante der schweren Hopliten. Da sieht man schon, das geht sehr in eine elitäre Richtung. Man hat auch hier durchaus Zugriff auf Javelins, auch das ist natürlich möglich. Und ansonsten, viele der Einheiten sind ohnehin bekannt. Der Hauptunterschied sind eigentlich nur die Helots, dann noch die Elite schweren Hopliten, die es sonst auch nicht gibt. Und hier hinten hat man dann eben noch die ganzen Ausrüstungskarten und Omen-Karten, die speziell dann für Sparta vorhanden sind und in das jeweilige Deck gemischt werden, wenn man mit Sparta spielt, beziehungsweise als Ausrüstung verwendet werden können, wenn man Sparta spielen sollte. Und dann gibt es noch eine eigene Karte, die hier dann noch drinnen ist für Meionas, mit seinen Sonderregeln. Denn wenn er gespielt wird, versorgt er die Armee noch mit zwei Sonderregeln. Und seine Sonderregeln sagt dann eben aus, er selbst und auch alle Hopliten-Einheiten, die Line of Sight zu ihm ziehen können, bestehen automatisch ihre Courage-Checks. Und das macht natürlich Trained from Birth nochmal um einiges stärker, weil sie dann den Schaden eben nicht bekommen, wenn sie automatisch bestehen. Und seine zweite Sonderregel sagt aus, wenn ihn eine gegnerische Einheit attackieren möchte, muss sie zuerst einen Courage-Check schaffen. Sollte der nicht geschafft werden, darf sie Meionas nicht attackieren. Und was dann zum Abschluss noch vielleicht zu sagen wäre, in den Regeln im Heft hier steht dann noch drinnen, ist noch mit angegeben, dass man eben die günstigen Helots auch mit Schleudern oder Bögen bewaffnen könnte. Somit kann man auch die Modelle mit Bögen oder mit Schleudern aus der Corebox dafür verwenden, um Helots zu spielen. Dadurch werden die Einheiten ein bisschen teurer, haben aber noch immer ihre negative Sonderregel, dass sie automatisch den Courage-Check nicht schaffen, wenn sie Schaden bekommen. Das ändert sich nicht, aber man kann sie dann eben auch als verhältnismäßig günstige Fernkampfeinheiten spielen, falls man die Punkte für die Mercenary Archers oder Mercenary Slingers nicht mehr übrig hätte, dann hätte man auch diese Möglichkeit, das zu machen. Das war sie jetzt also, die Starterbox für Sparta, für das Spiel Mortal Gods. Wie ich schon gesagt habe, dieses Set alleine hilft euch zum Spielen noch nichts. Ihr braucht dazu auf alle Fälle das Core-Set, um dann die Regeln zu bekommen für Mortal Gods oder alternativ eben das Regel-PDF. Das ist für ich glaube 6,50 Euro bei Futsal Miniatures im Download-Shop gibt. Und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, was die Box betrifft, würde ich sie eigentlich für jeden, der das Spiel anfangen möchte und Interesse an Sparta hat, empfehlen, weil die Box kostet um die 40 Euro und je nachdem, oder bei welchem Einzelhändler ihr es dann euch holt, vielleicht noch um den einen oder anderen Euro günstiger. Und eben alles, was ihr vorhin jetzt gesehen habt, was hier in dieser Box enthalten ist, bekommt ihr für dieses Geld. Also das ist eigentlich so gesehen auch schmales Geld für den Inhalt, würde ich sagen. Und alles, was man eigentlich braucht, um Mortal Gods zu spielen, wie zu erwarten war, man hat hier eigentlich nur Hopliten drinnen, aber das reicht auch vollkommen aus, denn grundsätzlich Sparta war ja, glaube ich, ohnehin recht Hoplitenlastig, vor allem eben auch schwere Hopliten. Dann hat man eben die Möglichkeit noch, das ganze Jahr aufzurüsten, weil man bekommt ja in der
Corebox dann hier zusätzlich zu dem, was hier enthalten ist, ja auch noch eine ganze Reihe von Hopliten und weiterer Figuren, die man ja auch problemlos spielen kann, eben als Söldnereinheiten bei Sparta. Das war ja auch eine ganz normale auch Vorgehensweise, soweit mir eben bekannt ist, dass die griechischen Städte dann auch diverse Söldnereinheiten verwendet haben. Und damit, finde ich, kann man mit einer Söldnerbox plus der Corebox das Spiel oder beziehungsweise auch die Zeit schon ganz gut darstellen. Und ja, für mich wäre auch eine dieser Corboxen, also dieser Starterboxen eben entweder von Sparta oder von Athen, auf jeden Fall auch der Way to go, um mit dem Spiel anzufangen, um hier den Grundstock zu haben, inklusive eben der ersten Hopliteneinheiten, einem Charaktermodell, wie wir eben gesehen haben, und dann die beiden anderen Modelle aus der Box eignen sich entweder ebenfalls als Helden oder kann man eben, wie es auch hier hinten abgebildet ist, in die Einheiten reinstellen. Hier ist, glaube ich, das eine Modell und hier dann das andere. Und dann kann man die auch so aufbauen mit den vollen Größe von den Truppen, wie sie hier sind. Und zusätzlich eben dazu hat man in der Corebox dann noch zwei Einheiten, entweder Bogenschützen oder Slinger. Je nachdem, da gibt es anscheinend Unterschiede. Weil auf der Box bei mir stand ja damals drauf, dass Slingers enthalten sein sollten, waren dann aber Archers drinnen. Und soweit ich mittlerweile festgestellt und herausgefunden habe, ist das einfach so, was halt gerade verfügbar war, wurde von Futsal Managers dann verwendet. Und die beiden Einheitentypen sind beides Fernkampfeinheiten und kosten auch gleich viele Punkte. Also macht es dann nicht so einen großen Unterschied, was man drinnen hat, von der Spielgröße her und was. Und dann hat man eigentlich schon alles, was man so zum Spielen braucht. Diese Box eben plus dann noch die ein oder andere Einheit, auch die Javelin-Einheiten zum Beispiel, kann man ja ebenfalls verwenden. Und da hat man schon mit diesen beiden Boxen zusammen eine ganz gute Auswahl. Und eben nicht nur das, sondern was eben auch noch das Interessante dabei ist, mit dem Inhalt von dieser Box hier bekommt ihr eigentlich schon 400 Punkte. Also das, was sich so ein bisschen durchgesetzt hat als reguläre Spielgröße, auch wenn ihr hier natürlich von den Einheiten her eingeschränkt seid, aber an und für sich, wenn ihr euch die Regeln als PDF wirklich holen wollt und diese Box dazu oder eben die Athena Box, ich weiß jetzt nicht, wie das dort ausschaut, und mit dieser Sparta Box auf jeden Fall, seid ihr dann schon fix und fertig mit den 400 Punkten. Und wenn ihr dann noch Einheiten aus der Corebox dazu nehmt, wie eben den Archern oder den Slingern, je nachdem welche einer die ihr eben dabei habt, oder eben auch die Javelin-Einheiten verwendet, dann könnt ihr auch größere Spiele spielen über den 400 Punkten oder habt eben die Möglichkeit, euch ein bisschen die Armee zu variieren von Spiel zu Spiel und somit ist mehr als genug Auswahl vorhanden. Und wenn man sich das Ganze dann ansieht, mit dem hier und dem Inhalt der Corebox, ist das eigentlich wahrscheinlich sogar genug, um sich dann noch eine zweite Mercenary-Armee oder eben eine Armee einer anderen Stadt, die nicht speziell jetzt regeltechnisch abgehandelt wurde, mit den Regeln bisher auch gespielt werden kann. Also wenn man sich dementsprechend bemalt, dann geht das auch und man hat zwei Armeen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal mit den Regeln auseinandersetzen und dann anfangen, mal die Sparta-Jungs zusammenzubauen, um so die ersten Einheiten mal auch zu sehen, wie die Figuren dann zusammengebaut aussehen, mich an die Bemalung zu machen und dann mal weiterzusehen. Weil mit dem hier enthaltenen plus dem, was ich ja eben aus der Corebox ohnehin schon habe, kann ich ja mal zwei kleine Armeen zusammenstellen und euch dann mal so einen Testspielbericht anbieten. Ich werde hier jetzt auf der linken Seite nochmal das Video verlinken mit der Corebox zu Mortal Gods, falls das noch jemand interessiert und sich jemand ansehen möchte. Oder ich habe ja auch in den letzten Wochen ein bisschen darüber gesprochen und mich vorbereitet in Bezug Spielberichte dann zu machen auf dem YouTube-Kanal hier. Und auch das damalige Kanal-Update-Video werde ich hier dann jetzt auf der rechten Seite verlinken noch, damit ihr euch das auch ein bisschen ansehen könnt und informieren könnt. Falls ihr das gefallen hat, das Video, wäre es natürlich super, wenn du den Kanal jetzt abonnieren würdest,
weil wie gesagt, es kommt hier definitiv noch mehr zu Mortal Gods. Und es gibt ja auch schon ein paar Mortal Gods Videos, die du dir noch ansehen kannst hier auf dem Kanal. Und es ist auf jeden Fall eben mehr geplant in diese Richtung. Würde ich sagen, wir sehen uns im nächstwöchigen Video. Bis dahin, tschüss!